Manchmal hat man das Gefühl, es fahren relativ viele Autos eines Herstellers auf der Straße, obwohl man den in Werbung und Marketing kaum sieht. Genau so ein Fall scheint Mazda zu sein und für uns ein guter Grund, einmal nachzuschauen, was es dort Neues gibt. Bitte keine Verwechslung mit dem Volvo XC60, denn hier kommt der neue CX60, also buchstäblich andersrum und mit Bindestrich dazwischen. Das ist der erste Mazda in Europa mit Plug-in-Hybrid und er ist wahlweise ab Anfang 23 sogar mit einem neu entwickelten Reihensechszylinder-Dieselmotor verfügbar. Ja, Mazda steht zum Diesel als Angebot für Langstreckenfahrer. Denn das Crossover-Modell kommt mit der neuen Large Platform auf 4,75 Meter Länge. Wir zumindest erkennen die Soul Red Crystal genannte Farbe sofort als Mazda-typisch. Der Hersteller spricht grundsätzlich von einem Crossover und benutzt nicht die Bezeichnung SUV. Schon schlau, denn diese Abkürzung steht ja zunehmend für ein negatives Feindbild. Das Grundkonzept basiert beim CX60 auf einem längs eingebauten Frontmotor und Hinterradantrieb oder Allradantrieb. Der ist serienmäßig in diesem Plug-in-Hybrid-Modell, treibt aber primär die Hinterräder an und schiebt erst bei Bedarf Drehmoment an die Vorderräder. Den Antrieb leistet ein 2,5 Liter Vierzylinder-Benziner mit 191 PS und ein 175 PS starker E-Motor. Zusammen mit der 355 Volt Batterie mit 17,8 Kilowattstunden entsteht eine Systemleistung von 327 PS und 500 Newtonmeter. Angesteuert wird der Fahrmodus über das sogenannte MyDrive, steht für Mazda Intelligent Drive Select. Und ja, es gibt beruhigend viele klassische Schalter, wiewohl auch hier das gesamte Sortiment der Fahr- und Sicherheitsassistenten verbaut ist. Hinten passen 570 Liter Ladung rein, durch Umklappen der Rücksitze lässt sich das Volumen auf 1726 Liter erhöhen. Und bei den Vordersitzen sehen wir ein Ärgernis, denn das Schloss des Sicherheitsgurtes ist zu nah am Mitteltunnel. Anschnallen wird er zum Geduldsspiel. Beruhigend dagegen das eher konservative Cockpit. In nur 5,8 Sekunden kommt der Plug-in auf 100, bei 200 Spitze ist er abgeregelt. Mit seinen 327 PS ist dieser CX60 das leistungsstärkste Straßenfahrzeug, das Mazda je gebaut hat. Nach WLTP-Werten lassen sich 63 Kilometer rein elektrisch zurücklegen bis maximal 140 km/h, wobei ein Verbrauch von 23 Kilowattstunden genannt wird. Wie immer wird auch hier ein unrealistischer Mixverbrauch angegeben, denn 1,5 Liter Benzin sind kaum machbar. Aber nicht vergessen, es ist nur ein Plug-in-Hybrid, weshalb eine Ladeleistung von 7,2 kW okay ist. Vollmachen soll rund 2,5 Stunden dauern. Mazda gibt 6 Jahre Garantie, die auf eine Gesamtfahrleistung von maximal 150.000 km begrenzt ist. Auf die Batterie sogar 8 Jahre. Allerdings kommen die Japaner doch etwas spät mit diesem Plug-in-Hybrid, denn in Deutschland zum Beispiel läuft die Förderung ja bereits wieder aus. Heißt, mindestens 47.400 kostet der CX60 Plug-in-Hybrid. Mit allem Schnickschnack kommt man schnell an die 60.000.